Ja, ich hab, wie gesagt, herzlich willkommen beim nächsten Part. Also bei Let's Play Ocean Orden, ja, ich hab einen Weg gefunden. Mit einer Bombe. Mit einer verdammten Bombe. Muss man das hier aktivieren? Und lass mich raten, da kommt genau da hinten raus, wo es sein sollte. Ich kann nämlich genau hier raus. So, genau, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Ha, gut. Ja, wie gesagt, beim nächsten Part geht's also weiter. Ich hab's rausgefunden, wie es geht und ja. Öffnen wir diese Tür, die wir gesehen haben. Darüber. Ich muss auch warten, bis das Feuer weg ist. Was es bringen soll, verstehe ich irgendwie gar nicht. Das ist bestimmt das dafür gedacht für den Rückweg. So, ein bisschen ein paar Herzen sammeln. Genau, da haben wir noch eine Kiste. Und da ist was Schönes, was wir brauchen schon, oder? Ein Feuerzauber! Nun können wir Feuer machen. Und die Gegner feuern unseren Feuer und den Hintern schieben. Ich weiß, die Sprüche sollte ich lieber sein lassen. Schnell raus. Gut, jetzt retten wir erstmal den König, würde ich mal sagen. Gehen wir jetzt Richtung König wieder zurück. Ich hab's geschafft, was ihr nicht geschafft habt. Ha. Total auf munteres Lachen. So. So, komm. Jetzt schwimmen wir da weiter. Und lass mich raten, der Tempel, das ist auch wieder ein Tempel mit dem Boss. So, jetzt brauchen wir den Feuerzauber. Und jetzt erkennen wir bestimmt genau zur Truhe dahin. Eher gesagt dahinter, jetzt kommen wir bestimmt genau da hinten hin. Oh, komm jetzt zur Kiste hin. Komm jetzt. Es ist das Teil. Das kann man nicht schon, das Herzteil. Nein. Das kann man nicht schon, das Herzteil. Das ist zu weit weg von uns. Nein. Aber egal, wie gesagt. Das ist nicht das Richtige doch. Nope.
Lass mich raten. Genau das ist das Richtige. Ja, das ist das Richtige. Gut. So, weiter geht's. Da kommen wir zurück. Wir wollten eigentlich weiter. In Richtung des Schlosses. Retten wir das Königreich! Retten wir den König! Retten wir die Prinzessin! Retten wir alles, was gerade da ist! Und wir sind bei... Kumpel, wir kennen dich nicht wieder! Wir kennen dich nicht! Okay, jetzt können wir! Alles gut mit dir? Prinzessin Finn, ich komm... Moment mal, was machst du hier? Ich hörte ein schreckliches Laut aus dieser Richtung des Palastes und eilte hierher und plötzlich kalte die Luft in meinen Kiemen und fühlte es noch immer noch, um einen Schub zu spüren. Und du springst hinein, um sie zu retten? Werden meine Flossen ein warmes Wasser trinken? Wo ist der hin? Wo ist dieser Typ jetzt hingegangen? Müssen wir etwa die Heizung anmachen? Wissen wir das? Erhebt euch, sagte der Kanzler einen zu seinem Rat. König Angler in den Raum betrat. Ah, ich sehe es. Ich sehe schon, was eingefroren ist. So. Warum ist das? Nee. Können zwar voll. Können wir das Wasser schmelzen vielleicht? Ich muss natürlich das Ding freizaubern. Und alles festgefroren. Da haben sie wohl keine Miete, da haben sie wohl keinen Strom bezahlt, dass sie keinen... haben keinen. So, schließt mal den Docks. Erhebt euch, sagt Kanzler zu seinen Majestäten. Wir können aber noch nicht so springen. Oder doch? Gehen wir vielleicht drüber rennen? Das wird nicht hier schnell. Ich brauche noch irgendetwas, was ich da benutzen kann als Weg. Genug Mana. Was machen wir da? Man geht rein und raus. Und die Krüge sind wieder da. Wer auch immer die Aufgabe macht.
Und der Troll kommt raus mit dem Schlüssel voran. Und wir haben zwei Türen. Aber diese Tür sieht interessant aus. Eine merkwürdige Pflanze aus der Welt der von oben gepflegt von Prinzessin Finn persönlich. Ich riskiere es einfach mal. So. Gut, man stirbt ja nicht. Erstmal den Kontrollpunkt aktivieren. Antiyama ein Schalter, da bringt was? Verstehe. Ich warte es nicht mehr zu lesen, ich weiß, was ich machen muss. Es gibt eine Druckplatte, die sich aktivieren lässt. Ja, dachte ich mir schon irgendwie. Ey, ich hab doch schon. Wir kennen uns doch schon, oder? Ich glaube, wir kennen uns doch schon. Wenn's mich nicht täuscht. Die Vase brauche ich gleich bestimmt. Vier und nehmen die das da aktivieren. Oder nehme ich die Fässer? Hm. Die Fässer von dem wären natürlich besser geeignet bei der Vase. Da könnte was Interessantes drin sein. Warte, wir gehen einfach so. Einfach so mal rein. Ja, wir gehen kurz rund und wir gehen nach unten schnell mal wieder hin. Holen die Magie und holen dünnes Fass jetzt da drauf. Wir brauchen das doch, das Feuer. Erst Eis und jetzt haben wir Feuer. Und lass mich raten, der Boss reagiert auf Eis und Feuer. Weil es ist mir jetzt auch fertig. So, ich muss da ganz kurz schieben. Wieder. Ja. Der ist immer drüben. Magie holen und weiter geht's. Lass mich raten, ich muss genau den richtigen finden, der runden geht. Und er kaputt ist. Eins, zwei. Und 3. Und da unten haben wir noch ein paar Kisten.
so schwer. Es ist zu schwer. Ich fall da bestimmt runter. So. Was kriegt man? Einen Schlüssel. So. Das gesamte Weg wieder zurück. Da will ich ernsthaft nicht runterfallen. Es tut zu 100% tut's weh. Es tut verdammt weh. So. Lass mich raten, das Schlüssel Nummer 2 und ich muss uns wieder das Feuer anzünden, womit ich schon weiterkomme. Wieder. Stimmt. Was krieg ich? 50 Erfahrung. Na gut, für den Weg, der hat sich gelohnt. 50 Erfahrung bringt immer was. Ich bin nur gespannt, ob ich jetzt die Ausdauerhöhung mal langsam bekomme. Ich hab da jetzt keinen Bock, der kann selbst vorwärts laufen. Deshalb bin ich mal abgesprungen. Bomben, Bomben und nochmals Bomben. So, und jetzt kriegt man den dritten Schlüssel. Den zweiten Schlüssel, sorry, das sind nur zwei Schlüssel. Ich brauch drei. Und ich brauche irgendwo eine Fackel, die noch nicht angezündet ist. Der Typ ist schon wieder da. Aber unbedingt, dass ich meine Magie verbrauche gegen den. Ups, falsche Magie. Wir brauchen schnell ein bisschen Magie hier. Magie kriegt man gleich da vorne her. Hier, kriegt man gleich her. Also wenn es mit Legend of Zelda so gehen würde, keine Ahnung, ob es so gegangen ist. Noch eins anzünden, gut. Seeschlange, schwimme 500 Meter. Und da haben wir das letzte, was wir anzünden müssen. Bestimmt die letzte Kiste. Das letzte Teil, was man anzünden muss. Und da geht's bestimmt weiter. Und finden die Generalschlüssel. Das ist ja typisch so immer. Ist bei jedem Adventure-Spiel immer dasselbe. Immer macht man irgendetwas, dann kriegt man rein zu viel Weise genau das. Aber warum man vorher ein Eislech bekommt. Dachte ich mir, jetzt kommt eine Kiste und da ist der Schlüssel drin. Ganz logisch gesehen. Ja, dachte ich mir, Schlüssel. Jetzt haben wir genug Schlüssel, um das alles zu öffnen. Also wenn das kein geheimer Keller ist, dann weiß ich selber auch nicht. Es sind so viele Schlüssel, irgendwas muss da drin sein. Bestimmt eine neue Waffe. Grabenstiefel! Ja, geht doch.
Jetzt können wir uns wahrscheinlich das Schwert gleich holen. Nach den, natürlich nach dem Teil erst. Lach mich nicht aus. Wir brauchen ganz kurz. Wo haben wir das? Da. Genau, das müssen wir ganz kurz tauschen hier. Um meine Schatztruhe im Vorschein zu bringen, musst du die kälteste Stelle des Drachenatems stehen. Ja, hier ist so eine Kiste. Hier muss ich direkt davor stehen. Ausgehen. Danke. Hab ich gemacht. Und was ist passiert? Nichts. Da brauchen wir noch einen Schlüssel wieder. Magie holen. Doch muss ich. Ein paar Goldmünzen holen. Wir gehen natürlich auch zurück mal zur Stadt mal irgendwie. Schatztruhe im Vorschein zu bringen, musst du an der kältesten Stelle des Drachenatems stehen. Ah, so, gut. Verstehe, gut. Vorschein zu bringen, musst du an der kältesten Stelle des Drachenatems stehen. Und so komme ich das vielleicht schaffen. Wenn sie kommt.
Überlegen, was wir da machen können. Na gut, wie gesagt, das war's erstmal bei diesem Part. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.